Das ist jetzt die erste Modenschau seit... Eine Wohltat. Einfach eine Wohltat, mal wieder unter Menschen zu sein, schöne Mode zu präsentieren, die man auch hoffentlich bald wieder anzieht und auch so anzieht. Auch mal in dem Biergarten, an dem Trachtenfreitag und zu allen anderen Veranstaltungen. Es war einfach schön. Schöne Kleider, nicht nur Jogginganzüge, wie in Corona-Zeiten. Es ist so schrecklich. Ich habe auch ganz viele arme Kleider und freue mich auch, diese bald wieder anzuziehen. Du hast uns heute deine neue Kollektion und die nächste Kollektion gezeigt, ne? Ich habe die aktuelle Kollektion gezeigt, Sweet Dreams, und die nächste Kollektion mit dem Namen Carpe Diem. Pflücke den Tag, und das soll doch unser Lebensmotto für nächstes Jahr werden. Ja, es war ein gelungener Abend hier auf der MS Joy. Die Leute waren begeistert und ich bedanke mich hier bei Gregor Teicher, Sports Anchorman, Sports News HD, und hier bei Romanico, unser Jüngling, der auch hervorragend die Sachen von Frederik Meissner präsentiert hat. Ich bedanke mich. Wie findest du es überhaupt, dass wir wieder Modenschauen machen dürfen? Ja, es ist schon erstaunlich, dass so viele Leute hier heute anwesend sind. Es sind angeblich 100 Gäste, die in Straubing hier mit feiern und den Abend genießen. Es gibt jetzt noch ein gutes Essen anschließend. Ja, und dann schippern wir nach Regensburg und wieder zurück.